Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und willkommen zu meiner weiteren World of Warcraft-Figurenreihe. Ja, ich hatte letztes Mal schon gesagt, ich habe noch meine Lieblingsrasse, die Blutelfen. Und da habe ich zwei besondere, und zwar aus Serie 2, glaube ich, waren die beiden sogar. Und zwar auf der linken Seite seht ihr den Paladin Crintalan Sunfire. Und auf der rechten Seite die gute Valera, die kleine Schurken. Die ist, glaube ich, in WoW selbst kaum aufgetreten. Ich meine, in einer kleinen Questreihe hat man sie gesehen. Ich kenne Valera meist aus den World of Warcraft Comics, denn da war sie öfters zu sehen. Und auch in dem neuen Blizzard-Spiel Hearthstone dürfte Valera irgendwo, glaube ich, schon mal aufgetaucht sein. Ich weiß es nicht. Und ja, das sind so zwei meiner Favorites auch mit. Ich kann mich entsinnen, dass ich die mal vor einigen Jahren, das ist wirklich schon länger her, auf Köln auf der Roleplay Convention gekauft habe, sogar am BAFT-Stand, meine ich. Und ja, nach wie vor super Figuren, obwohl ich muss sagen, ich habe mit Valera ein paar Schwierigkeiten, denn ich hatte es, glaube ich, beim Tauren schon angedeutet, dass die gute Valera sich irgendwie verzogen hat, die steht nicht mehr richtig. Falls ihr das jetzt schon erkennen könnt, sie steht auf zwei Clear Stands, jeweils an einem Fuß ist ein Stand, und der eine hat sich so verzogen, dass ich die gute kleine Blutelfin leider schon irgendwo immer anstützen lassen muss, weil sie mir sonst umfällt. Das ist echt traurig. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem erstmal mit Crintalan an, und zwar dem coolen Paladin. Ich lege Valera erstmal beiseite. Crintalan, der Style von diesem Blutelf, zeigt eigentlich so ziemlich alles, was die Blutelfen ausmacht. Also die Rüstung ist absolut der Wahnsinn. Ich finde, der ist wirklich super geil geworden. Ich gehe mal näher ran. So, das Typische an den Blutelfen, ihr seht die grünen Augen. Das Mana-süchtige Volk, ihr wisst Bescheid. Dann diese langen Augenbrauen hier in blond. Ein richtig fieser Blick ist auf jeden Fall auch dabei. Seht ihn euch an. Mit einem kleinen Bart unten. Wirklich super gemacht. Und auch hier wieder DC Direct ist es, glaube ich, typisch. Die Haare, wie sie im Wind wehen und alles. Also da haben die wirklich wieder voll zugeschlagen, Ladies und Gentlemen. Ich gehe jetzt mal auf die Seite. Da seht ihr auch mal seine langen Ohren. Auch das haben die wirklich super gemacht. Gefällt mir sehr. Ihr seht auch schon wirklich wieder ein super Sculpting. Auch wenn der gute Crintalan aus einer älteren Reihe ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube aus der Reihe 2 der Figuren. Und trotzdem sieht er noch absolut genial aus. Ja, gehen wir mal weiter runter hier an die Schulter. Das ist die Schulterpanzerung. Das ist wirklich typisch Blutelf. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das sieht wirklich genial aus. Auch hier so mit diesem Kristall hier drin, mit diesem roten Kristall. Und überall so ein bisschen Style, ja, wie nenne ich es? Falken oder Adler ist das, denke ich mal. Das ist wirklich richtig genial hier dran. Und das habt ihr auch hier an der Brustpanzerung. Das sieht wirklich fett aus mit den ganzen Verzierungen und alles. Guck mal hier, stell dich mal wieder nach vorne. Also wirklich eine coole Sache. Das ist eine fette Plattenrüstung, die er anhat. Die gefällt mir richtig gut. Und guckt euch mal das hier an. Diese Verzierung hier dran, das ist wirklich saugeil. Das ist wirklich Blutelf-Style, Leute. Also so wie es im Spiel vorzufinden ist. Wenn ihr mal nach Silbermond reisen solltet, schaut euch das an. Da passt der 1:1 rein. Das sieht wirklich genial aus. Dieses Rot mit dem Gold-Gelb-Ton zusammen, das gefällt mir so gewaltig gut. Es ist schade, dass es sowas in-game nie als Rüstung gab. Das sieht wirklich absolut genial aus. Auch hier habt ihr wieder so einen Falken oder so einen Adler dran. Und dann hier die Schwingen sind hier so als Panzerung gemacht. Das ist wirklich super, super cool. Ja, die Beinpanzerung seht ihr auch noch. Die haben sie dann in Schwarzgold gehalten hier unten. Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann kommen wir zu diesen coolen, massiven Stiefeln, die er anhat. Diese Panzerboots. Ihr seht auch hier geht dieser Blutelfen-Style wieder drinnen über. Auch so mit Verzierung und Verschnörkelungen. Und hier unten dann, das sind die Boots. Also das gefällt mir. Das ist richtig genial. Das sieht wirklich nach Krieger aus. Das sieht nach schwerer Rüstung aus. Wirklich super, super geil gemacht. Und ihr seht auch, er hat hier noch so einen, ja ich sag mal, einen Waffenrock drunter. Der in Schwarz hier hinaus ragt. Auch wieder hier hat DC wieder mal gezeigt, dass sie das drauf haben, wie Stoff im Wind weht. Also das sieht wirklich genial aus. Ich drehe es jetzt mal für euch um. Fall nicht um. Und hier seht ihr dann auch nochmal, dass er wirklich so eine Art Waffenrock anhat. Also wie die Faltengebung hier drauf ist. Und das ganze Weathering, so mit der, weiß ich nicht, das sieht echt fett aus, muss ich echt sagen. Auch dieser schwarz-rote Waffenrock hier unten. Dann auch nochmal hier so mit einzelnen kleinen Zeichen drauf. Und
Also wirklich richtig super. Eine der coolsten Figuren mit, definitiv. Jo. Gucken wir uns mal hier den Panzerhandschuh an. Auch hier seht ihr coole Verzierungen dran. Wirklich der typische Blutelfen-Style. Bis hin zu den Händen ist wirklich alles bis ins kleinste Detail verziert und eine super geile Figur. Jetzt kommen wir mal zu dem Schild, den er trägt. Ich glaube, dieser Schild ist sogar, entweder ist es genau der gleiche oder so ähnlich angelegt wie der Schild der Wachen in Silbermond selbst. Der gefällt mir auch richtig gut mit diesem riesengroßen, ja, ich nenne es jetzt mal Diamanten oder Kristall drauf. Und dann, das sind Greifen, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das sind Greifen, die er hier drauf hat. Sieht wirklich genial aus. Auch, also auch wirklich, seht euch diese ganzen Verzierungen an. Das ist super, super toll. Also ich bin echt ein Fan davon. Ich bin im Herzen Blutelf, Ladies und Gentlemen, und werde es immer sein. Da haben die wirklich wieder was Cooles gemacht gehabt damals. Richtig schick. Ja, dann hat er noch so eine ikonische Waffe dabei. Auch so wie die Waffe, wie die Wachen in Silbermond selbst, laufen immer wieder mal rum. Und zwar dieses Dual Blade, dieses Zweifachschwert. Ich weiß nicht, ob ich es sogar mal aus der Hand nehmen kann. Weil auch diese Figur ist nicht beweglich, aber ich kann das Schwert aus der Hand nehmen. Jetzt stellen wir den guten Paladin mal beiseite. Und hier ist das Dual Blade. Ein nettes, großes Teil. Auch hier wirklich der Blutelf-Style 1:1 übernommen. Auch hier wieder mit dem Greifen drauf. Super genial gemacht. Glänzt in einem schönen Goldton. Und dann auch hier dieser schwarze Griff auch da umwickelt. Echt hammergeil. Also Leute, die World of Warcraft Figuren sind wirklich eine tolle Reihe gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch mal wieder welche gibt. Aber sammelt die, wenn ihr sie noch könnt. Wenn ihr noch die Chance habt, sie zu sammeln. Guckt mal bei eBay rum. Ich habe hin und wieder da echt mal gesehen, dass es ein paar Schnäppchen gibt, weil die Figuren selbst sind sonst recht teuer. Und ja, der gute Paladin. Na, schafft der Fokus es, sich selbst einzustellen? Ist das schön? Ja, also wie gesagt, das ist der Paladin. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu der guten Valera. Aber die muss ich dann wohl echt festhalten, weil ich sehe gerade schon wieder, das hat sich schon wieder verzogen, egal wie ich es versuche zu erwärmen. Es funktioniert leider nicht mit der kleinen Maus. Also, Paladin beiseite. Die gute Valera zu mir. Da ist sie. Sie steht nicht alleine. Sehr, sehr schade. Ja, wie gesagt, Valera kenne ich persönlich nur noch aus den Comics. Ich habe ein paar Comics von WoW auch mal gesammelt und da war sie drin und ich fand die wirklich absolut genial dort. Ja, schauen wir uns Valera mal an. Da könnt ihr schon erkennen, dass Valera aus einer älteren WoW-Reihe stammt. Denn da sind die Details noch nicht so gewaltig groß wie jetzt eben gerade bei dem guten Paladin. Aber auch hier kommt wirklich die Blutelfe super gut durch. Ihr habt diese coolen grünen Augen, dann diese langen Augenbrauen und auch hier wieder die Haare sind im Wind am Wehen. Obwohl hier ist das der Paintjob so ein bisschen komisch, weil man sieht, dass die Basic-Figur, denke ich mal, nur in Rot war. Und hier haben sie ein bisschen wenig ja, die Haare angekrickelt, angemalt. Ja. Das lange Öhrchen ist natürlich auch dabei. Super cool. Und wenn ihr ins Detail geht, seht ihr auch, ihre Kapuze ist natürlich wieder schön mit Details, schön mit Weathering gemacht. Das gefällt mir sehr. Und was mir auch sehr gefällt, ist, dass komplett an ihrer gesamten Uniform überall diese grünen Kristalle, Diamanten zu sehen sind. Das ist wirklich cool gemacht. Und was mir auch an ihr gefällt, sind diese Schulterpanzerung. Ich nehme mal kurz den Arm runter, Kleine. Diese Schulterpanzerung sieht fett aus. Das ist wirklich voll die freaky Schulterpanzerung. Die ist wirklich genial gemacht. Und ich finde, das passt auch zu so einem Schurken. Das könnten auch so Klingen sein, die hier rausragen aus der Schulter. Wirklich nett gemacht. Und ihr seht auch, das glänzt und glitzert alles. Das sieht sehr organisch aus, muss ich sagen. Also es gefällt mir schon sehr. Auch hier die Schulter genau das gleiche. Schön versteckt. Und dann kommen wir zu den Armen. Zu den Armen, nicht zu den armen Leuten. Auch hier hat sie eine schöne Rüstung. Auch so mit Spikes dran. Also wirklich nett. Und dann ihr ikonischer Kampfdolch. Kann ich den überhaupt aus der Hand nehmen? Nee, ich glaube nicht, der ist fest. Den lassen wir auch dran. Der ist so ein bisschen durchsichtig. Rausgezoomt. Der ist so ein bisschen durchsichtig in einem Goldton gehalten. Ihr seht schon hier meinen Finger. Ihr könnt durchgucken. Das gefällt mir sehr. Man könnte sagen, so eine kleine Arkanenklinge oder so. Keine Ahnung. Also auch wirklich, das gefällt mir sehr gut. Ja.
Hallo. Ja, was bei Lady Sylvanas ein bisschen zu extrem war, das ist hier, denke ich mal, gut in Proportion gehalten. Auch hier seht ihr einen coolen Style dieser Uniform. Der ist wirklich gut übernommen worden. Auch wieder mit Gold dran und wieder extremst viel Weathering. Also auch cooles Texture ist hier dran. Gefällt mir sehr. Verdammt, ich werde langsam... Ich kriege eine Erkältung, Leute. Ist nicht wahr. Ja, hier ist nochmal der andere Handschuh. Das ist eine dieser Figuren, die so ein bisschen leicht beweglich ist. Ihr habt es ja auch gerade gesehen. Ich habe den Arm so ein bisschen hier hingeschoben. Könnt ihr mal so ein bisschen, weiß ich nicht, komm her. Diese Handbewegung kennt ihr ja noch hier, ne? Neo Matrix zum Beispiel. Auch das ist hier drin. Ja, und weiter unten. Auch hier wirklich super genial. Sie hat sogar eine kleine Kampfnarbe hier. Sie blutet. Hier auch wieder so ein bisschen ihre Kleidung, die hier rausragt. Das ist, weiß nicht, ob es ein Gürtel sein soll. Das geht auf der Rückseite weiter. Das wackelt hier dann rum. Ein netter Hintern, nicht wahr, Leute? Das ist ein Blutelf-Hintern. Und ja, dann ihr Umhang. Ihr Umhang fungiert hier schon fast eher wie ein Schal, muss ich sagen. Ihr seht, der geht ganz lang und dünn hier runter. Und unter den Beinen sogar noch durch. Und fungiert so ein bisschen als Standhilfe, muss ich sagen. Aber leider funktioniert das nicht mehr gut. Bei der guten Valera. Ihr seht, der kommt hier unten runter durch. Weht auch im Wind, also gefällt mir auch sehr. Aber leider, ja, er ist nicht auf dem Boden. Das wäre vielleicht noch so eine Sache gewesen, die halten würde. Aber ansonsten steht sie leider gar nicht mehr, weil die Beine sind nicht beweglich, die Beine sind starr. Und ich weiß nicht genau, welcher Fuß sich hier verzogen hat. Ich würde sagen, der hier. Das kann ich einfach, kriege ich nicht mehr hin. Ich habe es mal ganz leicht versucht, sogar mit einem Föhn zu machen, aber sie kippt mir nach vorne weg. Keine Chance. Ich muss sie immer irgendwo festmachen. Ja, die Beine haben wir noch ganz vergessen. Auch mal hier die Rüstung noch mal kurz anzuschneiden und mal reinzugucken. Auch hier wirklich wieder cooler Style. Sehr dünne, grazile Beinchen und trotzdem eine coole Rüstung. Glänzt und ist verziert ohne Ende. Und hier ist ihr Fuß, ihr Stiefel. Wirklich super genial gemacht. Ja, die Blutelfen, wie gesagt, ich habe so ein Faible für die Blutelfen. Ich bin auch mal gespannt, ob im nächsten World of Warcraft Add-on, was jetzt zu der Zeit, wo ich das hier drehe, angekündigt ist, und zwar Warlords of Draenor, ob da auch die Blutelfen ein neues Aussehen bekommen, weil die ganzen alten Klassen von WoW werden ja nun endlich mal überarbeitet und werden grafisch angepasst, und mal sehen, ob die Blutelfen auch angepasst werden und wie sie dann aussehen. Und ja, wenn die alle so diesen Style hier kriegen würden, mein Gott, das wäre super genial. Ja, okay, Leute, ich denke, das war's soweit. Ich will die Videos nicht zu lang machen. Das war jetzt, wie gesagt, das Video zu meinen World of Warcraft-Figuren, und zwar die Blutelfen. Einmal der gute Kryn Talan Sunfire und die Schurkin Valera, deren Nachnamen ich gerade jetzt nicht mehr leider auf dem Schirm habe. Zwei wirklich tolle Figuren, auch wenn die gute Valera leider nicht mehr steht. Finde ich, als Blutelfen-Fan gehören die auf jeden Fall in jede Collection rein oder auch als Schurken-Fan. Zumindest Valera ist aus den Comics recht berühmt. Der gute Kryn Talan, wie gesagt, den kenne ich jetzt so nicht. Sagt mir jetzt zumindest auf den ersten Blick nichts. Aber er sieht wirklich genial aus. Ja, liebe Leute, ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis denn dann.